Du hast wurzelbehandelte Zähne oder sonstige Probleme mit deinem Zähnen- oder Mundbereich, dann solltest du dir dieses Video mal anhören von dem Dr. Domme. Ja? Absoluter Spezialist meiner Meinung nach. Hätte ich Problematiken in diesem Bereich, würde ich zu ihm gehen. Allerdings, wir sitzen hier in der Türkei, wir haben auch hier alles wieder in den Griff bekommen. Aber wenn ich in Deutschland noch wohnen würde, würde ich ihn mal aufsuchen. Und dementsprechend checkt ihn unbedingt aus. Lasst uns keine Zeit verlieren, denn wurzelbehandelte Zähne sind tote Zähne. Und mal schauen, was er jetzt dazu sagt. Wirklich krass. Ich habe mir auch gute, gesunde Zähne sozusagen ziehen lassen. Wurzelbehandelte Zähne. In dem Fall habe ich zwei gehabt. Aber ich kenne jemanden, der hat fünf gehabt. Und der hat sich alle Zähne rausziehen lassen, obwohl er gar keine Schmerzen hatte. Also es ist schon verrückt, oder? Aber dementsprechend schauen wir mal, warum auch ich das gemacht habe. Hallo, mein Name ist Dr. Dominik Nischwitz. Ich bin Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate, aber alle nennen mich Dr. Domme. Im heutigen Das Video ist übrigens schon ein bisschen älter. Er hat heute eine andere Frisur und sein Wissen ist vermutlich noch mehr als damals. Video sprechen wir über die Wurzelbehandlung aus biologischer Sicht. Wurzelbehandlungen sind grundsätzlich in der Zahnmedizin eine funktionelle Behandlung, also eine Schmerztherapie. Das kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen. Mal der Zahn ist abgestorben und dann wird er einfach wurzelbehandelt und danach funktioniert er noch als Kauorgan. Die Zähne sind aber alles andere als nur Kauorgane. Das sind wirklich Organe und davon haben wir bis zu 32 Stück in der Mundhöhle, die auch andere Funktionen haben. Jedes Organ, ob es jetzt Magen ist, Darm ist oder Leber, hat eine Nervversorgung, eine Blutversorgung, eine Lymphversorgung und auch ein autonomes Nervensystem, sprich Sympathikus und Parasympathikus. Die Mega. beiden sind besonders wichtig. Werde ich auch in allen Videos noch mehr darauf eingehen. So auch die Zähne. Und wenn man die jetzt abtötet, die Zähne, also quasi den Nerv rausnimmt, die Blutversorgung rausnimmt, was ja die Schmerztherapie darstellt und dann im Endeffekt mit einem Harz auffüllt, beziehungsweise mit einem Guttapercha und anderen Füllmaterialien, dann kann der Zahn weiter funktionieren als Kaufunktion, also mit der Funktion kauen. Allerdings haben wir dann ein totes Organ im Körper. Und auf Dauer ist so ein totes Organ natürlich nicht mehr durchblutet, keine Nervversorgung, keine Lymphversorgung, sprich, der Körper wird es auch abbauen. Ja, wie eine Leiche unter der Erde zerfällt der Zahn auf Dauer. Und da entsteht. Wie jetzt? Aber warum wird denn das dann durchgeführt? Wichtige, ja, ungesunde Toxine, also Giftstoffe, das sind die Putrescine, Cadaverine, die da einfach entstehen und sehr, sehr giftig sind und vom Körper entgiftet werden müssen, aber auch immunologisch toleriert werden müssen. Der zweite Punkt ist, wenn der Zahn nicht mehr durchblutet ist, gibt es auch kein aktives Immunsystem mehr. Das heißt, wenn man sich die Anatomie mal anschaut von so einem Zahn, der hat quasi pro Quadratmillimeter 30.000 bis 75.000 Dentinkanälchen, die perfekte Höhle von Mikroorganismen darstellen. Und unsere Mundhöhle enthält sowieso die meisten Organismen überhaupt, also bis zu 400 verschiedene Spezies findet man da. Und die ganzen, die eher in der Tiefe hausen, also die sogenannten Anaerobier, die ohne Sauerstoff auskommen, die gehen dann in diese Zähne rein und hausen da auf Dauer. Natürlich macht der Zahnarzt erstmal den Zahn sauber, desinfiziert ihn mit Ozon, mit Lasertherapie, mit allem drum und dran, aber auf Dauer ist immer eine Frage der Zeit, bis der wieder besiedelt wird. Und das kann man auch nicht zeitlich abgrenzen, sagen, wurzelbehandelter Zahn, der jetzt schon 10 Jahre drin ist, ist giftiger wie einer, der nur ein Jahr drin ist. Das kommt auf das System an, beziehungsweise auf die Antwort des Hosts, also des Patienten. Das kann der eine oder andere kann das besser tolerieren, wenn er eventuell eine Superentgiftung hat, keine Nährstoffmängel, eine Wahnsinnsleber, einen tollen Darm. Heutzutage ist aber das Zeitalter der chronischen Erkrankungen, sprich die meisten Leute können es nicht mehr kompensieren. Und Genau, die haben akute Nährstoffmängel und ich will euch mal erzählen, wie das bei mir damals angefangen hat. Das war so krass. Ich war bei der Bundeswehr, ich war 18 dann und es war Biwakzeit und ich habe so einen Snickers dabei gehabt, ja. Und das Snickers durch die Kälte war richtig hart und du musst dir mal reinziehen. Ich habe so einen Nährstoffmangel gehabt, vor allen Dingen Vitamin D, gerade in Deutschland, K2, Magnesium komplett im Keller, 100%. Ja, da musst du gar nicht messen. Wenn du nicht ergänzt heutzutage, hast du auch Mängel. Dementsprechend Obacht. Auch wenn dein Arzt was anderes sagt, geh in die Sonne. Gerade in Deutschland hast du genug Sonne, genug Vitamin D. Naja, lassen wir das mal. Auf jeden Fall, ich beiße schön rein, lecker rein. Und was ist dann passiert? Ich habe mir einen Zahn abgebrochen.
So ein krasser Backenzahn da hinten ist einfach mal abgebrochen, das Ding. Und erst 2-3 Tage später nach der Aktion, Biwak etc., also draußen Bundeswehr, Militär, Wachposten und dies und das machen, grundausbildungstechnischer Kram, bin ich erst zum Zahnarzt. Und die haben dann natürlich was gemacht? Gesäubert, genau das, was er jetzt macht. Und dann natürlich aber direkt Wurzelkanalbehandlung. Das Ding war tot und ich war damals 18, also das ist über 20 Jahre her. Das ist schon krass. Und dieses Jahr erst habe ich sie mir ziehen lassen. Diesen einen Zahn und später kam noch ein anderer dazu. Brutal. Und, aber, man sieht da gar nichts. Ist nicht im Sichtfeld. So wird der Zahn zu einem Herd. Bakterien sind drin. Zusätzlich, dass die Bakterien drin sind und unser Immunsystem, wenn es funktioniert, dann da eine chronische Entzündung auslöst. Das heißt, unser angeborenes Immunsystem, die Makrophagen, die einfach mal alles fressen, lagern sich dann um so einen Zahn an und fangen dann an, da eine Entzündung auszulösen. Das sind ganz wichtige Botenstoffe, diese Immunzytokine, TNF-Alpha, Interleukin-1-Beta, NF-kappa-B etc., die da einen lokalen Entzündungsprozess auslösen und eine sogenannte chronische Entzündung, auf Englisch Silent Inflammation, auslösen. Wenn man ein okay Immunsystem hat. Bei einem idealen Superimmunsystem, das viele Leute einfach nicht mehr haben, würde dieser Zahn nicht funktionieren, der würde einfach rauseitern. Weil die Natur würde den abgebrochenen Zahn oder abgestorbenen Zahn einfach entfernen, indem der Zahn rauseitert. Gibt es auch einige Patienten, bei denen das so ist. Der Durchschnitt toleriert es irgendwie. Und dann gibt es noch die Patienten, die haben keinerlei Immunantwort an so einem wurzelbehandelten Zahn. Der verwächst dann, das nennt man Ankylose. Das sind eigentlich die giftigsten, weil dann haben wir keine Kontrolle mehr vom Immunsystem. Bei jedem Kauvorgang werden die Bakterientoxine, die da ausgeschüttet werden, ins Lymphsystem geschickt und von da aus kommen die ins Blut und innerhalb von einer Minute sind die im ganzen Körper. Und du hast damit immer Entzündungen im Körper, sprich der Körper hat immer was damit zu tun und kann sich nicht auf das konzentrieren, was er eigentlich machen sollte. Zum Beispiel auch denken. Verteilt. Erste Station ist meistens das Herz, dann die Nieren, Darm, Hirn. Also die Bakterien können überall hin und Probleme auslösen. Und sowas wollen wir natürlich vermeiden, weil wieso ein sogenanntes Störfeld oder einen neuromodulativen Trigger im Körper behalten, wenn es heute Alternativen dazu gibt. Wenn man das, also man muss einfach wissen, abgestorbener Zahn ist, hat eigentlich nur die Funktion zu kauen. Da kommt vielleicht noch eine Krone drüber und dann wird er da drin belassen und toleriert. Wenn man keine Schmerzen an der Wurzelspitze zu sehen ist, dann ist die normale konventionelle schulmedizinische Therapie einfach die Entzündung rauszuoperieren. Aber die Ursache der abgestorbenen Zahn bleibt immer noch drin. Was ich nicht für intelligent halte, beziehungsweise aus medizinischer Sicht nicht tolerierbar. Keine andere Fachdisziplin würde ein abgestorbenes Organ im Körper tolerieren, außer die Zahnärzte, weil die leider primär handwerklich gucken. Und die biologische Zahnmedizin ist ja im Endeffekt die Weiterentwicklung dieser handwerklichen Sicht in Richtung Medizin. Als biologisch tätiger Zahnarzt ist mir im Endeffekt der Schlüssel zwischen chronischer Erkrankung und Medizin, weil keiner guckt nämlich in den Mund. Ja, die Zahnärzte sind halt nur unter Zahnarzt, ja, der kann halt ein bisschen. Und deswegen oft, das sind auslösende Faktoren. Ein Herzinfarkt, Schlaganfall kann auch von sowas kommen. Aufgrund der Nerven, der Verbindungen etc., was er am Anfang des Videos gesagt hat. Vielleicht sagt er das jetzt noch hier. Bohren und Wurzelbehandlung machen. Aber Zähne sind Organe, wie vorher schon gesagt. Also ihr müsst euch merken, ein Zahn ist ein Organ, wenn es wurzelbehandelt ist, dann ist es abgestorben. Sprich, es bildet, kommen Kadaverine, Putrescine, Leichen. Das muss raus. Dann werden auf Dauer auf jeden Fall anaerobe Bakterien drin hausen. Also die perfekte Höhle für Mikroorganismen. Wenn wir ein Immunsystem haben, dann wird es drumherum irgendwie eine Entzündung produzieren, ob eine Zyste oder Granulationsgewebe oder was auch immer. Auf jeden Fall eine chronische Entzündung. Wenn man ehrlich ist, sieht man auch auf jedem dreidimensionalen Röntgenbild eine kleine Entzündung auf. Genau, das wollte ich auch gerade noch ergänzen. 3D-Aufnahme ist super wichtig. Ja, ein DVT quasi, ein Digital Video Tomograph Bild. Aufgelösten Spalt. Kostet in Deutschland um die 100 bis 300 Euro. Hier in der Türkei waren das bei uns 50 Euro. Auf jeden Fall ein Entzündungsprozess. Und die Makrophagen müssen dann quasi täglich diesen Entzündungsherd aufrechterhalten und ja, da ist ungefähr ausgerechnet, jede chronische Entzündung kostet den Körper 30% Energie pro Tag. Also das ist schon eine ganze Menge, wenn Sie morgens aufstehen, topfit sind, mal darüber nachdenken. Vierter Punkt, die Bakterien, die dann da drin hausen, die haben natürlich auch einen Stoffwechsel. Das heißt, die produzieren Abbauprodukte, die essen ja was, das sind im Endeffekt die gleichen Aminosäuren, die wir auch essen. Typischerweise aus den schwefelhaltigen Aminosäuren, Methionin etc., Cystein, können die dann mega hochgiftige Stoffe produzieren. Das sind die sogenannten Thioether und Mercaptane.
die natürlich in niedriger Konzentration da entstehen, aber die sind sehr, sehr giftig. Das heißt, unser Körper, die Leber, muss hier wieder wahnsinnig viel Nährstoffe verbrauchen, um die ganzen Gifte quasi aus dem Körper rauszuschaffen. Auf der anderen Seite kann man aber auch allergisch drauf reagieren, also immunologisch und toxikologisch. Das ist immer wichtig, das zu unterscheiden. Der eine macht das Immunsystem, das andere ist Entgiftung. Und Entgiftung macht die Leber, das ist im Endeffekt die Reinigungsarbeit vom Körper. Also Sanitärleistung. Und die ist am teuersten im Sinne von Nährstoffen, Ernährung, Nährstofftherapien. Und zusätzlicher Punkt, fünftens, der Zahn steht ja auch auf dem, hat ein autonomes Nervensystem, also Sympathikus, Parasympathikus. Sympathikus ist für den Stress zuständig, der wird chronisch aktiviert bei so einem toten Zahn. Und Parasympathikus wäre das Gegenteil, also die Entspannung, auf Chinesisch Yin und Yang. Und wenn der Zahn da drin steckt auf dem Meridian, dann blockiert er sozusagen die Nervleitung und kann im ganzen Körper Probleme auslösen. Da gibt es eine schöne Tabelle, die wir auch immer besprechen hier, die nennt sich Meridian-Tabelle oder Odontone-Tabelle. Da ist quasi jeder Zahn im Organ zugeordnet. Und das passt 100%, das ist brutal. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel seit 10 Jahren Probleme mit deiner Schulter hast oder seit 10 Jahren mit deinem Knie oder mit irgendwelchen anderen Gelenken, dann kann es wirklich sein, dass das von deinen Zähnen kommt. Das ist doch krass. Bei demjenigen, der sich 5 wurzelbehandelte Zähne hat ziehen lassen, war das mit seinem Knie so. Und was ist passiert? In relativ kurzer Zeit nach dem Eingriff, nach der OP, das muss aber ein Fachmann natürlich machen oder Fachfrau, ja, ist es besser geworden. Mega. Nichts anderes hat geholfen. Krass. Das haben Kramer und Voll entwickelt, vor einigen Jahrzehnten schon mit Elektroakupunktur. Und zeigt einfach, wo geht welcher Zahn spezifisch hin. Zum Beispiel, wenn so ein Zahn, ein Einser hier vorne abgestorben wäre, der wäre typischerweise vom Meridiansystem, also dem autonomen Nervensystem, die Niere und Blase, steht immer in Verbindung mit Nackenschmerzen, Beweglichkeitsproblemen in der Halswirbelsäule, vielleicht durch die Niere und der Blase, also Hormonhaushalt, einfach auch Prostatageschehen und so weiter. Und so kann man quasi jeden Zahn durchgehen, also der Eckzahn wäre der Leberzahn, Augenzahn auch genannt hier im Umkreis. Oder ein Backenzahn steht für den Magen-Darm-Trakt, der Ober- und Unterkiefer ist ein spezifischer. Und die Weisheitszahnregion, die sehr, sehr wichtig ist in unserer Therapie, ist immer Dünndarm, Nebenniere und Herz. Also Dünndarm, Hautprobleme, Darmprobleme, Nahrungsintoleranzen, Herz natürlich einfach Energielosigkeit und Nebenniere vor allem. Nebenniere ist Adrenalin, Noradrenalin, das ist so eine ganz kleine Drüse auf euren Nieren. Wichtig. Die die ganzen Hormone produziert. Und wenn die jeden Tag Stress produzieren muss wegen so einem toten Zahn, dann wird die auf Dauer ausbrennen. Das kann man auch als Burnout bezeichnen oder wird als Burnout bezeichnet, weil die Nebenniere es nicht mehr schafft, diese Hormone zu produzieren. Und insofern sind die Patienten häufig auch chronisch müde. Also man würde quasi, der perfekte Patient würde reinkommen, hat alle Zähne super, die Weisheitszähne wurden irgendwann mal entfernt und der ist trotzdem chronisch müde, obwohl er kein einziges Loch hat, keine Füllung, keine Wurzelbehandlung. Und da käme dann das Thema chronische Entzündung im Kieferknochen. Und das werde ich euch im nächsten Video dann zeigen. Was hat es denn mit diesen Osteolysen im Kieferknochen mega auf sich? Aber für heute erstmal over and out. Also vielen, vielen Dank für diese wertvollen Informationen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du Probleme hast mit deinem Mund-Kieferbereich. Also ich habe mal eine Umfrage gemacht auf Instagram. Über 60% diejenigen, die abgestimmt haben, brutal, haben Probleme mit ihrem Mund-Kieferbereich. Und viele haben mich daraufhin angeschrieben in Bezug, wie war die Therapie. Ich kann euch nur empfehlen, lasst euch einen biologischen Zahnarzt in euren Mund reinschauen oder einen ganzheitlichen Zahnarzt. Ja? Denn die normale Schulmedizin wird dir in dem Fall nicht helfen können. Er hat es gerade erklärt, wieso, weshalb, warum. Ja, es ist natürlich auch finanzielle Absicht sicherlich dahinter, weil du natürlich auch dauerhaft immer wieder natürlich krank sein kannst und dementsprechend natürlich immer wieder zu einem Arzt gehen musst. Ja, und okay. Aber in Bezug auf einen ganzheitlichen Mediziner, der sieht dich auch anders, der nimmt sich auch mehr Zeit, ja, und der beratet dich natürlich auch sehr gut, hoffentlich. Und dementsprechend würde ich ihn dir empfehlen, Kontakt mit ihm aufzunehmen, wenn er oder du in dem Fall in Deutschland bist und diese Problematik hast. Es muss nämlich natürlich der Zahn gezogen werden, das ist ganz klar. Es wird teilweise auch mit Eigenbluttherapie gemacht, also das haben wir gemacht. Das heißt, es wurde an dem Tag vor dem Eingriff einfach direkt Blut abgenommen. Dann wurde das in so einer Zentrifuge getrennt, weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen.
Und dann wurde das gebündelt quasi und nach dem Eingriff, nachdem sauber gemacht worden ist, mit Laser, Ozon etc. Behandlung, wurde dann quasi das getrennte Blut quasi mit den weißen Blutkörperchen reingepackt, in die Wunde, vernäht und somit ist natürlich die Wundheilung extrem schnell. Wir zusätzlich haben natürlich noch ganz krass mit Infusion gearbeitet, Tage vorher und auch am Tag des Eingriffs und auch Tage danach. Hochdosiert Vitamin C genommen zum Beispiel oder natürlich auch Glutation, eine mega Sache. Ist aber nur das, was ich mache oder gemacht habe, ja, und ist keine Empfehlung. Aber ein guter Mediziner, in dem Fall er zum Beispiel oder auch in Köln oder in Hamburg soll es gute Leute geben, habe ich gehört, gerne mal abchecken. Die wissen natürlich, was zu tun ist. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Lass den Daumen nach oben da, Video abonnieren und Kanal abonnieren und gerne auch weiterteilen. Da freue ich mich auf das nächste Video. Ich bin raus, euer Markus aus Alanya. Beste Grüße.